bin Aktivist bei der Care Revolution Wien, genau, und halt beruflich Gesundheits- und Krankenpflege in einem Wiener Krankenhaus. Was ist los mit den KV? Wie geht es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ziemlich frustriert. Es geht halt seit Jahren eigentlich stetig bergab. Das Arbeitsvolumen steigt, es gibt Personaleinsparungen bzw. Adaptierungen sozusagen. Es wird versucht, über unterschiedliche Hierarchieebenen, Delegationsebenen, die Arbeit irgendwie arbeitsteilig zu gestalten wie in einer Fabrik. Letztendlich, was halt in der Arbeit mit Menschen einfach nicht funktioniert. Also das ist absurd, dieser Gedanke, der kommt aus der Betriebswirtschaft und hat aber nichts im Gesundheitssystem verloren. Und das ist ganz klar das Produkt des bisherigen KV-Managements, wobei große Teile davon sozusagen ja auch übrig bleiben, und aber auch sozusagen das Produkt der politischen Ausrichtung der Stadt Wien. Natürlich, der KV ist ein sehr großer Betrieb, es gibt über 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir können schon mittlerweile sagen, dass ein Großteil derer sehr, sehr frustriert ist mittlerweile und einfach nicht mehr in der Lage ist, die Arbeit in dem Sinne zu machen, wie sie es eigentlich gern machen möchten. Also es gibt ja dann doch irgendwie irgendeine Form von Commitment sozusagen, wenn man im Gesundheitsbereich arbeitet. Aber die Ausübung der Arbeit ist halt in dem Fall nicht mehr so möglich, wie wir es gern hätten. Ja, also grundsätzlich braucht es einmal eine Personalbemessung sozusagen, die sich nicht am untersten Limit orientiert, also die nicht immer nur schaut, wie können wir möglichst wenig Personalpräsenz haben, sondern eine Personalpräsenz, die für alle Fälle gerüstet ist. Also das ist einmal das Wichtigste. Und dafür braucht es natürlich auch einen größeren Personalstock. Dafür braucht es unserer Einschätzung nach, zumindest in der Pflege, aber auch in allen anderen therapeutischen Berufen, 30% mehr Personal. Genauso betrifft es natürlich die Ärzte und Ärztinnen. Also es geht einfach mal darum, dieses Commitment abzugeben, dass Gesundheitsversorgung auch im Laufe der Zeit aufwendiger geworden ist. Wir haben demografische Veränderungen in der Gesellschaft, wir haben zunehmend ältere, multimorbidere Patienten und Patientinnen, und das wird einfach in der Personalplanung nicht berücksichtigt. Also auf jeden Fall mal mehr Personal. Und dann muss man sich jetzt schon anschauen, wie kriegt man mehr Personal in diesen Beruf, und das funktioniert, oder in diese Berufe, und das funktioniert halt am besten, indem diese Berufe fair bezahlt werden. Und da gibt es natürlich auch noch ganz große Lücken. Wir kriegen jetzt 100 Euro brutto Zulage zur Kompensation, was halt im Endeffekt sehr lächerlich ist und im internationalen Vergleich, jetzt im westeuropäischen Vergleich, auch sehr wenig ist. Das Gehalt in Summe ist dann sozusagen auch sehr wenig, jetzt speziell in der Pflege, aber auch in den therapeutischen Berufen. Die einzigen, die es geschafft haben, sind die Ärzte und Ärztinnen, die sie durchgesetzt haben mit ihren Forderungen, weil sie halt auch eine Kammer im Hintergrund gehabt haben, die ihnen sozusagen Unterstützung geboten hat. Aber ja, der nächste Punkt ist eben, also mehr Geld, mehr Ausstattung. Und dann gibt es halt so einige Dinge, die halt, also teilweise Kleinigkeiten sind, aber die den Betrieb extrem mühsam machen. Problematische Softwareanschaffungen vom KV, die halt die Dokumentation extrem mühsam machen. Es gibt Unmengen an Hierarchieebenen. Also die Krankenhäuser sind durchstrukturiert wie das Militär oder die Polizei. Wir arbeiten da jetzt im Endeffekt mit kranken Menschen. Also wir brauchen da jetzt keine militärische Struktur. Und diese Hierarchieebenen müssen überdacht werden, also eigentlich auch reduziert werden, und es braucht natürlich auch mehr Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da gibt es de facto überhaupt nichts dazu, wo es irgendwie Möglichkeiten gibt, sich einzubringen. Und wenn ich jetzt eine vierte Kernforderung noch stellen würde, dann ist das eine Forderung, die halt unsererseits schon an die Personalvertretung und an die gewerkschaftliche Vertretung direkt geht, die HG2 und die Union, dass die endlich bereit sein sollten zu kämpfen. Da gibt es leider erstens eine Personalunion zwischen einem SPÖ-Gemeinderat und dem Gewerkschaftsvorsitzenden, was halt das Ganze schwierig macht, weil der ist Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gleichzeitig sozusagen. Und aber gleichzeitig ist die Union oder die HG2 sehr überzeugt davon, immer weiter verhandeln zu können. Und die Verhandlungen stehen aber. Also es wird seit über einem halben Jahr von einer Verhandlungsphase 2 gesprochen, wo die Kolleginnen und Kollegen nichts darüber wissen. Da ist natürlich die Frage der Transparenz, der Mitbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und letztendlich ist es auch eine Frage der Bereitschaft zu kämpfen. Das Wort Streik wirklich einmal in den Mund zu nehmen.